Armut in Deutschland. Hungernde Kinder. Nackte Not. Die Weltwirtschaftskrise stürzt die Deutschen ins Elend. Die sind so arm geworden, dass sie an Brotrinden knabbern. Die lebten von der Hand in den Mund. In den Jahren nach 1929 erlebt Deutschland einen Albtraum. Das war eben die arme Zeit, wo ich gelernt habe, was Armut ist. Die schlechte Nachricht kam aus den USA. Ende Oktober 1929 stürzten die Kurse an der New Yorker Börse ins Bodenlose. Deutschland in den 20er Jahren. Ein Land amüsiert sich. Kino, Theater, Jazz und Varieté. Partystimmung. Die Wirtschaft läuft rund. Überall in Deutschland. 10 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg geht es den Menschen endlich wieder gut. Gerhard Nödlich wächst in Hamburg auf. Mein Vater eröffnete in der Eimsbütteler Chaussee ein Fotogeschäft, das hieß Fotoatelier Ideal. Und dieses Geschäft ging gut, nachdem die Inflation also vorüber war, sagen wir mal in den Jahren 27, 28, 29. Das ist also die Hochzeit der sogenannten goldenen 20er. Und da ging es der Familie, der Kleinfamilie, gut. Robert Rindfleisch zieht als kleiner Junge mit seiner Familie nach Koblenz. Ich hatte in der damaligen Zeit schon handgemachte Stiefeln an, handgemachte Britschesshosen mit einem weißen Hemd. Die Eltern von Robert Rindfleisch führen ein Hotel mit Restaurant. Der Wiener Hof läuft gut. Die Kundschaft kann sich etwas leisten. Das war so, dass der Stammtisch auch mal die Zigarren geraucht hat. Und ich immer bewundert haben, wie die Asche haben stehen lassen auf der Zigarre. Wie die ja so vorsichtig geraucht haben. Ich habe als Junge immer dabei gestanden und zugeguckt. Ne? Berlin, die Hauptstadt der Weimarer Republik. Moderne Verkehrsmittel bewegen Massen von Menschen. In Neukölln am Hermannplatz eröffnet Karstadt im Sommer 1928 das erste Kaufhaus Deutschlands, das die Kunden unterirdisch betreten können. Direkt von der U-Bahn aus. Hildegard Lehmann ist ein Arbeiterkind. Bisher hat sie von den goldenen 20ern nichts mitbekommen. Das ändert sich mit Karstadt. Es war eine Sensation. In unserer Nähe, dass da so ein Warenhaus eröffnet wurde. In den Tagen nach der Eröffnung pilgert die Familie zum neuen Kaufhaus. Hildegard Lehmann macht große Augen. Und dann sind wir durch die Anlagen gegangen. Die waren alle wunderbar ausgelegt und guckten nur, staunten, denn sowas haben wir ja noch nie gesehen. Ne? Ja, und dann kamen wir plötzlich an eine Rolltreppe. Das waren Treppen, die sich bewegt haben, die immer höher zur anderen Etage gingen. Denn das sah natürlich für uns Kinder gespenstisch aus. Und das trauten wir uns nicht. Wir waren ja 6 Kinder und mein Vater war Lederzuschneider, also Handtaschen hat er zugeschnitten und mit der Maschine den genäht zusammen, ja. Und das hat der Vater gemacht. Es gibt Arbeit in Deutschland. Die Flotten in den Häfen sind wieder so groß wie vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Ob im Ruhrgebiet oder bei Borsig in Berlin. Die Industrie hat Hochkonjunktur. Die Brüder Heinz und Hans-Christoph Böhmers entstammen einer wohlhabenden Bremer Handelsfamilie und der größten deutschen Wolldynastie. Als meine Eltern heirateten, da hieß es in Bremen natürlich, da kommen 2 große Vermögen zusammen. Ein sehr altes von der Familie meines Vaters, die alte Weinhandelsfirma, und die etwas neuere, groß aufgeschossene Firma Nordwolle.
in Delmenhorst mit Hauptsitz in Bremen. Die Nordwolle gehört seit Generationen der Familie Lahrhusen. Durch unsere Mutter eben, die angeborene Lahrhusen war und Schwester des Firmenchefs der Nordwolle, hat man überall einen guten Eingang und überall hin gute Verbindungen, gar kein Zweifel. Die Firmenzentrale der Deutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei, kurz Nordwolle genannt. Der prachtvolle Bau mit feinster Art Deco-Ausstattung wird in den Jahren 1928-29 für 12 Millionen Reichsmark errichtet. Chef des damals größten Wollunternehmens in Europa ist G. Karl Lahrhusen, hier rechts neben seinem Vater Karl. In den Fabriken wird Rohwolle verarbeitet. Im Stammwerk Delmenhorst, aber auch in Hamburg und Leipzig, Dresden, Eisenach und weiteren Standorten in Deutschland. 25.000 Menschen verdienen ihr Brot bei der Nordwolle. Die Rohwolle kommt aus allen Teilen der Welt. In den 20er Jahren wächst der Konzern rasant. Geld scheint nie ein Problem zu sein. Bis 1930 hat die Nordwolle niemals irgendwo um Kredite nachsuchen müssen, sondern die Banken standen Schlange, um Kredite an die Nordwolle geben zu können. Ganz vorn in der Schlange steht die Darmstädter und Nationalbank, kurz Danat Bank, eines der größten Geldinstitute in der Weimarer Republik. Der Glaube an das Wachstum der Nordwolle ist grenzenlos, beim Firmenchef Lahrhusen und bei der Bank. Die Danat Bank war das Institut, was jetzt für die Expansion der Nordwolle zu diesem Großkonzern der 20er Jahre, goldenen 20er Jahren, die Gelder auf den ausländischen Kapitalmärkten, insbesondere in den USA, besorgt hat. New York, hier ist das Kapital zu Hause, das den Boom finanziert. In den USA brummt die Wirtschaft noch stärker als in Deutschland. Die Begeisterung für neue Verkehrsmittel und Massenmedien kennt keine Grenzen. Alle glauben, das amerikanische Wirtschaftsmodell ist perfekt, die Armut abgeschafft. Am Kapitalismus zweifelt niemand. Eine Krise? Undenkbar. Naivität in der Politik, Habgier in der Wirtschaft. Heinz und Hans-Christoph Böhmers erinnern sich beide an den Chef der Firma Nordwolle, ihren Onkel. Der beeindruckt nicht nur seine Familie. G. Karl Lahrhusen ist eine Mischung aus Patriarch und Manager. Er war ein äußerst charmanter Herr, sehr freundlich, sehr liebenswürdig und stark und gut im Auftreten. Ich habe den Eindruck gewonnen, das mache ein ganz persönliches Bild sein, dass er ein Spielertyp war, der sehr geschickt argumentieren konnte. Er hatte eine goldene Zunge. Er konnte die Banker überzeugen, dass er ein gutes Geschäft machen würde mit dem Geld der Banken. Die geliehenen Millionen investiert er auch in privaten Luxus. Im Jahr 1929 lässt G. Karl Lahrhusen auf seinem Gut Hohe Horst bei Bremen einen prächtigen Herrensitz bauen. Das Gut Hohe Horst ist ja immer noch sehr sehenswert. Es gibt immer noch die Treppenhäuser, die Handläufe, die zum Teil vergoldet waren. Es gibt die Kapelle im Hause, die unser Onkel hatte einbauen lassen. Und viele Dinge, die weit über die tatsächlichen Verhältnisse hinausgingen und von Maßlosigkeit zeugen. Der Optimismus der goldenen 20er erfasst groß und klein. Wer etwas kann, gründet ein Geschäft, zur Not auch ohne Kapital. Elfriede Brüning lebt mit ihrer Familie in Berlin. Ihr Vater kann Schränke bauen. Mein Vater wollte sich selbstständig machen, er wollte sein eigener Herr sein. Und er hat dann eine Werkstatt gemietet in der Schiemannstraße und hat angefangen zu tischern. Zuerst ließ sich das ganz gut an, bis dann eben der große Schlamassel eintrat. Der Crash kommt ohne Ankündigung. Im Sommer 1929 hat die Euphorie an der amerikanischen Börse die gesamte Bevölkerung erfasst. Die Kurse steigen und steigen. Jeder glaubt, reich werden zu können. Viele leihen sich sogar Geld, um auch Aktien zu kaufen.
Die Aktienkursanstiege waren Mitte der 20er durchaus noch real begründet, aber 28, 29 hat sich der Kursanstieg von jeglicher Realität entfernt. Die Amerikaner haben sogar auf Kredit spekuliert. Die Börse in New York, das Zentrum des weltweiten Finanzhandels. Der 24. Oktober 1929 beginnt ruhig. Plötzlich kommen riesige Aktienpakete auf den Markt von General Motors, Sinclair Oil und anderen. Keiner weiß warum. Doch jetzt will jeder verkaufen. Das Vertrauen in den Boom ist weg. Die Spitzenbanker mühen sich um Ruhe. Vergeblich. Weitere große Aktienpakete überschwemmen den Markt. Die Preise im freien Fall. Die Händler geraten in Panik. Vorher war es Gier, jetzt ist es Angst, die sie treibt. Das ist also der Urtrieb von Fressen, gefressen werden, Flucht, Angriff, Verteidigung, der bis heute ganz stark dabei ist, wenn wir Finanzentscheidungen treffen. Die Börsianer wussten das schon immer, die haben das auch sehr plastisch ausgedrückt, mit Gier frisst Hirn. Der 25. Oktober, ein Freitag. Für einen kurzen Moment sieht es so aus, als sei der Preisverfall gestoppt. Dann stürzen die Aktien noch schneller in die Tiefe. Viele Menschen verlieren innerhalb weniger Stunden ihr ganzes Vermögen. Sie drängen sich vor der Börse, panisch. Es ist der schwarze Freitag. Auf der anderen Seite des Atlantiks, in Berlin, herrscht noch Ruhe. An der Börse wird der Kurssturz von New York zwar registriert. Welche Folgen er haben wird, ahnt zu diesem Zeitpunkt keiner der deutschen Börsianer. In Berlin gibt es auch einen Rückschlag, aber deutlich schwächer als in den USA. Das ist aber kein Zeichen der Stärke, sondern eher ein Zeichen der Schwäche. Denn in Deutschland haben wir schon rückläufige Aktienkurse seit 1927. Anders als in den USA hatte es in der deutschen Wirtschaft schon zwei Jahre zuvor gekriselt. So trifft der Crash von New York ein geschwächtes Land und reißt es in die Tiefe. In den Wochen nach dem Schwarzen Freitag erfasst blankes Entsetzen die deutsche Finanzwelt. Amerika fordert seine Kredite zurück. Die USA waren gezwungen, das Geld aus dem Ausland zurückzuziehen. Also es traf Lateinamerika in starkem Maß, traf europäische Staaten und eben auch ganz besonders Deutschland. Die Danard Bank, hier die ehemalige Bremer Filiale, kommt durch den Abzug des amerikanischen Kapitals in die Klemme. Jetzt wird ihr Hauptkreditnehmer Nordwolle geprüft. Die Danard Bank wollte natürlich wissen, welche unsere Kandidaten, unserer Geschäftspartner, unserer Schuldner sind sicher. Der angesehenen Firma Nordwolle wird nicht mehr blind vertraut. Zum ersten Mal. Ihr Chef, G.K. Lahusen, versucht, die Überprüfung der Bilanzen zu verhindern. Eine Zeit lang mit Erfolg. Doch dann setzt die Danard Bank ihre Spürhunde in die Büros der Nordwolle. Sie ist misstrauisch geworden. Die Krise zeigt Wirkungen. Erika Peters lebt in Hamburg. Die Karriere der Tochter aus gutbürgerlichem Haus scheint sicher. Ich ging in das Lyzeum und es war eigentlich so vorgeplant, ich sollte dann studieren. Und da kam eben diese Krise. Der Vater von Erika Peters betreibt einen Kolonialwarenhandel. Die Produkte aus fernen Ländern verkauft er in einer Kette von 12 Geschäften. Jetzt bleiben die Kunden aus. Dann hat mein Vater die anderen Geschäfte alle verkauft, und bis auf zwei. Und wir haben dann so einigermaßen recht oder schlecht damit gelebt, nicht? Also wir mussten aber schon den Pfennig oder den Groschen umdrehen. Das war schon da, ne? Dass wir dann kein Abendgeschäft mehr hatten. Das Lokal oder das Café, was so 10 Tische hatte, damals nur leer war. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, es gab damals viel käufliche Damen, ne? Das war mir damals nicht bewusst, aber ich habe es dann später mal kapiert. Die dann kamen und haben irgendwie mal ein Zimmer gemietet. Ne? Das war vielleicht der Auftrieb, dass das Geschäft geblieben ist. Ne? Das war ja nicht billig, auch damals nicht. Die Stimmung schlägt um. Die goldenen 20er sind vorbei.
Bald werden alle es merken. Für seine Tischlerei bekommt der Vater von Elfriede Brüning noch Aufträge. Aber oft wird nicht bezahlt. Schwere Zeiten beginnen. Und doch in Erinnerung sind mir eigentlich die Glanzpunkte geblieben. Also wenn mein Vater wirklich mal eine Anzahlung bekommen hatte, dann haben wir es uns mal gut sein lassen. Ich weiß zum Beispiel, einmal haben wir eine Droschke gemietet und sind durch den Tiergarten gefahren. Also das habe ich heute noch ganz lebhaft in Erinnerung. Das ist ein wunderschöner Tag. Oder wir konnten mal Konditern gehen. Und mein Vater sagte, bestellt euch, was ihr wollt, worauf ihr Appetit habt. Also das sind so Sachen, die mir ganz lebhaft in Erinnerung sind. Die Krise erfasst die Industrie. Opel gehört seit 1928 dem US-Konzern General Motors. Und der muss jetzt den Gürtel enger schnallen. Kommunistische Arbeiter in Rüsselsheim fordern trotzdem eine Lohnerhöhung. Im Frühjahr 1930 gibt es einen wilden Streik. Die Geschäftsleitung von Opel ruft die Polizei. Ein Vorgeschmack auf kommende Kämpfe. Firmen brechen zusammen. Entlassungen bei Großbetrieben. Erst 3 Jahre zuvor, 1927, wurde das Arbeitslosengeld eingeführt. Rücklagen gibt es noch keine, aber immer mehr Erwerbslose. Die Reichsregierung unter Heinrich Brüning muss etwas tun. Und sie ergreift 2 radikale Maßnahmen. Der Handel mit dem Ausland wird eingeschränkt. Brüning will die eigene Wirtschaft schützen. Doch die anderen Länder tun das Gleiche. Der Handel bricht weltweit zusammen. Und der Geldhahn wird zugedreht. Denn im Innern hat die Regierung mit steigenden Sozialausgaben zu kämpfen. Damals glaubt sie, sich aus der Krise heraussparen zu können. Steuern werden erhöht. Die Gehälter von Beamten gekürzt. Erhard Eppler verbringt seine Kindheit und Jugend in Schwäbisch Hall. Mein Vater war Beamter, sein Gehalt war auch gekürzt worden. Aber jedenfalls, wir konnten noch sehr gut davon leben. Trotzdem wird bei Epplers gespart. Die Kinder merken es auf dem Schulhof. Wir bekamen Brot mit, vielleicht mit etwas Butter und einem Apfel dazu. Und die Brezel, die 4 Pfennig kostete, die konnten wir uns nicht leisten. Die durften wir nicht kaufen. Andere, die haben sich nicht nur eine Brezel gekauft, die 4 Pfennig kostet, sondern auch ein süßes Stückchen, eine Schneckennudel oder so etwas, die 5 Pfennige kostete. Und die galten schon als eher betucht. Von den großen Kaufhäusern spürt das neue Karstadt in Berlin den Konsumrückgang am stärksten. Die Menschen, die dort so waren, die haben ja fast alle nicht gekauft. Wenn so Ehepaare waren, die dann machen wir dies oder jenes und nein, lass mal. Und haben dann schon gebremst und sagen, lass mal, wir warten noch ein bisschen. Der Karstadt-Konzern meldet im Frühjahr 1931 Zahlungsschwierigkeiten an. Auch immer mehr Einzelhändler stehen vor dem Ruin. Schon im Dezember 1930 schrieb das Göttinger Tageblatt unter dem Titel Selbstmord wegen Käuferstreik. Wegen Ausbleibens der Weihnachtseinkäufe haben in Berlin innerhalb weniger Tage 5 Berliner Geschäftsleute Selbstmord verübt. Die strenge Sparpolitik der Regierung heizt die Krise an. Ohne öffentliche Aufträge schrumpft die Wirtschaft. Löhne und Nachfrage sinken. Eine Abwärtsspirale. Auch der Vater von Hildegard Lehmann wird entlassen. Da kam er ganz traurig nach Hause und hat es denn gesagt, jetzt ist aus. Da musste er jede Woche stempeln gehen. Ne? Wöchentlich gab es ja Geld, nicht monatlich, sondern wöchentlich. Und das wurde genau geteilt durch 7. Die Not hat also wirklich breiteste Schichten getroffen. Aber es gibt im Einzelhandel, im Handwerk Umsatzrückgänge von 50% in Luxusbranchen bis auf 20%. Und da die Leute auch vorher nicht mit Reichtümern gesegnet waren, ja oft eben auch ihre Rücklagen in der Inflation verloren hatten,
sind das dramatische Verluste, die dazu führen, dass auch in zunehmender Zahl ehemals selbstständige Gewerbetreibende bei der Wohlfahrtsbehörde existenzsichernde Hilfen beantragen mussten. In Hamburg besuchen immer weniger Kunden das Fotoatelier von Gerhard Nötlichs Vater. Es war eine Entwicklung, die für mich mit dem Paukenschlag endete, dass ich hörte, Fati hat keine Arbeit mehr. Das Geschäft musste geschlossen werden. Die Leute gingen nicht mehr und ließen sich porträtieren. Und Fotoartikel wurden auch nicht mehr gekauft. Da gab es wichtigere Dinge. Und das hatte also eben diese Auswirkungen, die sehr einschneidend und bitter waren für die Familie. Das Nachdenken über Möglichkeiten, sich Geld zu verdienen, hatten als Ergebnis, er nahm einen Posten an bei der Schiffsüberwachung im Hamburger Hafen. Es lagen Schiffe dort, die am nächsten Tag gelöscht werden mussten oder sie lagen auch ohne Ladung dort. Die mussten bewacht werden und diese Arbeit machte dann auch mein Vater. Das reichte aber alles nicht aus und dann kam eben meine Mutter auf die Idee, ich bin ja gelernte Kindergärtnerin. Und unsere Wohnung ist so groß, dass man dort vielleicht einen Kindergarten einrichten kann. Und das war eben die Rettung. Karstadt wird vom Staat gerettet. Im Sommer 1932 bewahrt ein 25-Millionen-Kredit den Konzern vor dem Konkurs. Die Familie von Hildegard Lehmann muss selbst sehen, wo sie bleibt. Da war der Markt nicht weit von uns. Da ist Vater oft gegangen, hat Apfelsinenkisten gekauft. Und da mussten wir an die Lebensmittelgeschäfte stehen und mussten die Apfelsinen verkaufen. Und wir Kinder und Mutter stand an der nächsten Ecke und hatte aufgepasst, wenn dicke Luft war. In Bremen ist das Vorzeigeunternehmen Nordwolle mittlerweile in ernsthaften Schwierigkeiten. Die Darmstädter und Nationalbank hat monatelang geprüft, wie steht es wirklich um die Geschäfte des Wollkonzerns. Die Bank ist nach dem Abzug des amerikanischen Kapitals selbst nicht mehr liquide. Sie will jetzt wissen, kann ihr größter Schuldner seine Kredite auch bedienen? Da macht Jakob Goldschmidt, Chef der Danat Bank, eine erschreckende Entdeckung. Sein Freund, der Nordwolle-Geschäftsführer G. Karl Lahusen, hat jahrelang die Bilanzen gefälscht. Er hat im großen Stil mit Aktien des eigenen Konzerns spekuliert. Kursmanipulation. Der angeblich so profitable Konzern ist in Wirklichkeit völlig überschuldet. An seinem Schreibtisch in der Bremer Firmenzentrale hat G. Karl Lahusen den Global Player gespielt. In einer Mischung aus Selbstüberschätzung, Gier und Realitätsverlust. Doch Lahusen hat sich verspekuliert. Wenn kein neuer Millionenkredit kommt, ist sein Konzern am Ende. Die Tresore sind leer. Doch niemand würde der Nordwolle jetzt noch einen Kredit geben. Viele Banken sind selbst in der Krise, auch die Danat Bank von Jakob Goldschmidt. Das hat Jakob Goldschmidt zu dieser berühmten Äußerung im Aufschrei gebracht. Die Nordwolle ist hin, die Danat Bank ist hin, die Dresdner Bank ist hin, ich bin hin. Also eigentlich eine sehr realistische Einschätzung der Lage. Wer kann die Nordwolle retten? Wenn sie zusammenbricht, stehen 25.000 Menschen auf der Straße. Die Hansestadt Bremen muss handeln. Finanzsenator ist damals der Großvater von Heinz und Hans-Christoph Böhmers. Unser Großvater hat sich bemüht, auf Bitten von Berlin, das sich sonst an der Rettung gar nicht beteiligt hätte, 30 Millionen Reichsmark zusammenzubringen. Der Großvater tut alles für die Rettung des Konzerns. Schließlich steht er der Woll-Dynastie sehr nahe. Sein Sohn ist mit der Schwester von G. Karl Lahusen verheiratet. Es geht auch um die Ehre der Familie, als Finanzsenator Böhmers den Kredit bereitstellt. Diese 30 Millionen sind eben geflossen unter der Verantwortung des damaligen Finanzsenators und haben leider die Nordwolle zu retten nicht ausgereicht. Daraus hat man dann natürlich nachher eine Bevorzugung persönlicher
ihm persönlich nahestehender Personen konstruieren wollen, was aber absolut nicht der Fall war. Er hat, und das glaube ich ganz klar sagen können, das hat auch mein Vater oft gesagt, er hat die katastrophale Wirkung einer Pleite der Nordwolle und der Danat Bank dann für Bremen und für Deutschland ganz klar erkannt. Die Millionen aus Bremen können das marode Unternehmen nicht retten. Doch nicht nur in Bremen und Delmenhorst bangen Tausende um ihre Arbeitsplätze, sondern auch in Hamburg, in Sachsen und in Thüringen. Jetzt ist die Regierung in Berlin gefragt. In der Reichskanzlei unter Leitung von Reichskanzler Brüning wurde darüber diskutiert, wer denn jetzt Anfang Juli 31 zuerst zu retten sei. Heftige Diskussion darüber, ob die Nordwolle, ob die Darmstädter Nationalbank, ob beide oder das deutsche Bankensystem insgesamt. Die Entscheidung fällt gegen die Nordwolle. Am 11. Juli 1931 ist das Unternehmen am Ende. Die Arbeitslosigkeit steigt. In ganz Deutschland auf 4,5 Millionen. Meinem Vater ging es auch immer schlechter. Er konnte seine Möbel nicht mehr loswerden. Und er musste sich schließlich wirklich entschließen, sein Gewerbe abzumelden. Es ging dann so weit, dass mein Vater den Offenbarungseid leisten musste. Und ich weiß noch, dass ich aus irgendeinem Grunde, ich weiß nicht in welcher Eigenschaft, hingegangen bin zum Gericht. Und ich habe eine flammende Verteidigungsrede gehalten für meinen Vater. Ich habe dem Gericht erzählt, dass er trotz allen Fleißes, er hat einmal 36 Stunden hintereinander gearbeitet, weil eine Sache unbedingt fertig werden musste, dass er auf keinen grünen Zweig kommen konnte. Und weil er eben als Kapital nichts weiter besaß als seine Hände. Wir haben es im Geschäft gespürt. Wir hatten ja auch noch ein Restaurant und einen Café gehabt, dass also das Geschäft rückwärtig war. Mein Vater auch auf verschiedene Banken war und so weiter. Diese guten Gäste, die wir immer hatten, nur noch sporadisch mal aufgetaucht sind, auch nicht mit der Verzehr so damals war, sodass wir also in Schwierigkeiten gekommen sind, was ich als Kind auch gespürt habe. Man hat es gefühlt, da ist was nicht in Ordnung. Die Ursache für die Krise meint jeder zu kennen. Deutschland muss 10 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs immer noch Reparationen an die Siegermächte leisten. Eine wirtschaftliche Belastung und eine Demütigung. Dagegen protestieren vor allem die Nationalsozialisten. Immer lauter treten sie auf. Der Versailler Vertrag verlange zu große Opfer vom deutschen Volk. Auch die Regierung teilt diese Haltung. In sogenannten Notverordnungen zwingt sie dem Volk immer neue Sparmaßnahmen auf. Autoritär, am Parlament vorbei. Und sie tröstet die Bevölkerung mit dem Versprechen, den Siegermächten klarzumachen, Deutschland kann keine Reparationen mehr leisten. Und das wird im Ausland eben als Zeichen verstanden, Deutschland ist fast zahlungsunfähig und löst dann also wirklich ganz massive Kreditkündigungen aus, ne, die alles zuvor Dagewesene übertreffen. Die Danat Bank, hier ihre Zentrale in Berlin, wurde vom Zusammenbruch der Nordwolle schwer getroffen. Jetzt verliert sie auch noch ihre letzten Kredite aus den USA. Sie wird zahlungsunfähig. Die Regierung ordnet die Schließung der Bank für den 13. Juli an. 2 Tage nach dem Konkurs der Nordwolle. Die Menschen sind alarmiert. Was passiert mit ihrem Geld? Wie steht es um die anderen Banken in Deutschland? Noch am gleichen Tag werden die Sparkassen gestürmt. Da bilden sich endlose Schlangen vor den anderen Bankschaltern. Und am Mittag des 13. Juli 1931 sind also einfach die Kassen leer. Eine Bank lebt ja davon, dass sie Geld einnimmt und es ausleiht. Und das heißt, sie hat eigentlich permanent zu wenig Geld verfügbar, weil es ja ausgeliehen ist. Und das heißt, wenn jetzt das Misstrauen in das Bankensystem wächst und die Leute alle ihr Geld sofort haben wollen, dann ist eine Bank automatisch pleite. Und wenn man dann nicht hilft von staatlicher Seite, dann bricht die Bank eben zusammen.
Die erste Rettungsmaßnahme der Regierung, sie lässt alle Banken in Deutschland für 2 Tage schließen. Die Menschen sollen sich beruhigen und Vertrauen schöpfen, dass ihr Spargroschen nicht verloren ist. Dass die Banken bald wieder Geld auszahlen können. Deutschland steckt in der größten Bankenkrise seiner Geschichte. Das hat meine Eltern nicht so unmittelbar berührt. Sie hatten ja keine Ersparnisse, die sie hätten verlieren können. Die lebten von der Hand in den Mund. Ich weiß noch, dass meine Mutter einmal sagte, ach, uns geht es doch nicht schlecht. Ich habe das Mittagessen für morgen und für übermorgen und in der Kasse sind 5 Mark. Das war, ja. Die Spirale dreht sich weiter. Auch die Dresdner Bank steht vor der Pleite. Der Staat steigt ein und verschmilzt sie mit der bankrotten Danat Bank. Die Rettung der Banken verschlingt viele Millionen Steuergelder. Aber die Wirtschaft ist damit noch nicht über dem Berg. Im Herbst 1931 wird die Börse in Berlin geschlossen. Späte Folgen des Schwarzen Freitag. 31 war ja eben bei uns auch das größte Krisenjahr, also bei uns persönlich. So dass ich 31, ich bin ja 21 in die Schule gekommen und 31 dann endgültig gesagt habe, nein, wir machen es nicht, ich höre jetzt auf. Erika Peters findet Arbeit in einem Büro. Sie muss Geld verdienen. Aus der Traum von Abitur und Studium. Nach dem Konkurs der Nordwolle hat die Familie Lahusen das Herrenhaus Hohehorst räumen müssen. Das Inventar kommt unter den Hammer. Die Versteigerung Dezember 31 wurde dann zum Volksfest, zum Jahrmarkt, zum Spektakel. Also jetzt nur viele Zuschauer, die eigentlich einmal sehen wollten, wie haben die Wollbarone in diesem gerade erst wenige Jahre vorher eingerichteten und gebauten Haus tatsächlich gelebt. Ein Herrenhaus mit 110 Zimmern, 12 Bädern für ein Ehepaar mit ihren Kindern und ihren Gästen. Elfenbeingriff an den Türen, wertvollste Tapeten und, was den größten Spott verursachte, eine Kanzel, die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies zeigt. Das wurde als Sinnbild genommen. Jetzt ist auch der Herr des Hauses aus seinem Paradies vertrieben worden. G. Karl Lahusen sitzt in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Bilanzfälschung und betrügerischer Konkurs. Die Presse in Bremen und Delmenhorst kommentiert die Inhaftierung des Topmanagers mit Schadenfreude und empört sich über den Unternehmer, der sich feinste Speisen in die Zelle liefern lässt. Deutschland im Jahr 1932. Not und Elend werden immer größer, in allen Teilen des Landes. Ich hatte einen Patenonkel, der war in Stuttgart Kohlenhändler. Da hat mir meine Mutter mal erzählt, die sind inzwischen so arm geworden, dass sie abends an trockenem Brot und also Brotrinden knabbern. Das ist mir sehr in die Glieder gefahren. Wenn ich es heute mir überlege, ist es eigentlich überraschend, denn Kohlen zum Heizen haben die Leute auch in der Krise gebraucht. Nur zeigt das, dass viele eben auch gefroren haben. Wer kein Geld hat, um Kohlen zu kaufen, sucht im Abfall nach brennbarem Material. Auch die Familie von Hildegard Lehmann friert. War immer kalt, ja. Da konnte Vater mal mit der Bahn in Grunewald fahren mit uns. Und da hat er Holz geholt, Stumpen gebuddelt aus der Erde. Und das war dann unsere Feuerung. Robert Rindfleisch, der Sohn eines Hoteliers, hat mehr als andere Kinder und kann teilen.
Ich habe immer gut gefrühstückt. Ich hatte meistens auch ein Brot dabei. Und wenn die 10 Uhr Pause war, konnte ich mein Brot essen. Da hatte ich 4 Teile. Und dann wurde bei mir schon auf der Schulter geklopft. Hast du was dabei? Hast du was dabei? Sag ich, ja, kriegst du. So gierig waren die. Mensch, das schmeckt aber, und so hieß es dann, ne? Weil sie eben nichts mitgebracht haben. Das Land verwandelt sich in der Endphase der Weimarer Republik in ein Armenhaus. Schulärztliche Untersuchungen zeigen, dass der Gesundheitszustand der Kinder im Jahr 1932 so schlecht ist wie in den Hungerjahren nach dem Ersten Weltkrieg. Deutschland mitten in einem Albtraum. In Bremen kommt es schließlich zum Prozess gegen den Chef der Nordwolle. Wegen betrügerischen Konkurses wird G. Karl Lahusen zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Missmanagement hat wesentlich zum Zusammenbruch der Danatbank und zur Bankenkrise beigetragen. Ich möchte schon sagen, dass der Konkurs der Nordwolle mit ein Grund war für die Verschärfung der Wirtschaftskrise in ganz Deutschland. Die Regierung beharrt auf ihrer Linie und spart eisern weiter. Im Lauf des Jahres 1932 steigt die Zahl der Arbeitslosen auf 6 Millionen. Handel mit dem Ausland findet praktisch nicht mehr statt. Deutschland igelt sich ein. Wenn Sie einmal in einer Deflationsspirale drin sind, dann ist es sehr schwer, da wieder herauszukommen, denn dann verstärkt sich alles. Sie haben zunächst mal den Börsencrash, dann haben Sie ein Absinken der Rohstoffpreise, dann fallen die Güterpreise, dann fallen die Löhne, dann steigt die Arbeitslosigkeit, dann kamen die Bankpleiten. Es kam eins nach dem anderen. Das heißt, man hat am Anfang nicht schnell genug reagiert. Und wenn Sie dann einmal so tief unten sind, dann ist es sehr schwer, von dem Niveau aus wieder rauszukommen. Dann sind Sie einfach auch insgesamt als Land in einer psychologischen Verfassung, wo nach jeder kleinen Erholung versucht vielleicht jeder dann das Erreichte zu sichern, dann ziehen sich alle wieder zurück. Also wenn die Grundstimmung so negativ und so depressiv ist, aus einer Depression kommen Sie als Volkswirtschaft genauso wie als Person, wenn Sie persönlich eine hätten, psychologisch kommen Sie halt sehr schwer wieder raus. So muss man sich das tatsächlich vorstellen. Die Arbeitslosigkeit wird für viele Männer zu einem seelischen Problem. Auch für den Vater von Gerhard Nödlich. Die Tatsache, dass er ja praktisch durch die Tatkraft meiner Mutter finanziell über Wasser gehalten wurde, spürte ich schon. Es ging eine Bedrücktheit von ihm aus. Wenn er also auf seine nächtlichen Touren ging, in den Hafen und meine Mutter um ein paar Groschen für die Gasuhr bitten musste, damit er sich seinen Kaffee machen konnte, dann spürt ein Kind, ob es einem Mann schwerfällt oder nicht. Irma, hast du vielleicht noch 2 Groschen? Das merkt man. Ohne Arbeit fühlen sich die Männer nutzlos. Typisch ist ja dieses Bild, dass die Arbeitslosen, gerade auch junge Menschen, auf den Straßen rumlungerten, oft eben erst ab mittags, weil sie morgens lange schliefen, um das Frühstück zu sparen, nicht? Und dann eben erst mittags aufstanden, um dann die erste Mahlzeit zu sich zu nehmen, eben in so einer Notstandsküche. Ich denke, das war wirklich ein Bild des Elends. Ich hatte aus all diesen Dilemmas schon den Entschluss gefasst, man muss die Gesellschaft ändern, und ich war in die Kommunistische Partei eingetreten. Zwei Parteien versprechen einen Ausweg aus dem Elend. Thälmanns KPD und die Nationalsozialisten unter Hitler. Beide bekämpfen die Demokratie in der jungen Republik. Sie sei schuld an Arbeitslosigkeit und Massenelend. Die Nazis suchen das Heil in einer nationalen Erhebung. Die Kommunisten beschwören die Weltrevolution.
Ich habe mitgemacht, ich habe mit demonstriert für Arbeit und Brot und Freiheit für die politischen Gefangenen. Die Lage war ja außerordentlich aufregend damals. Hitler war im Kommen und es gab Straßenschlachten zwischen Rotfrontkämpfern und SA-Trupps. Da ist die Polizei mit der Pferde gekommen und hat ihn niedergeknüppelt. Und die haben dann die Pflastersteine ausgegraben und haben dann die nachgeworfen. Im Verlauf des Jahres 1932 versinkt die Weimarer Republik im politischen Chaos. Sie findet keinen Ausweg aus der Krise. Bei der Reichstagswahl im Herbst des gleichen Jahres gelingt den Nazis ein Erdrutschsieg. Die Republik steht vor dem Aus. Ich denke, ganz entscheidend ist, dass es sich in der Bevölkerung auf breiter Ebene das Gefühl entwickelt hat, der Kapitalismus ist am Ende und das politische System ist am Ende. Und es gab also einen ganz verbreiteten Wunsch nach der Wende, nach dem Wechsel. Das, denke ich, hat der NSDAP wesentlich in die Arme gearbeitet. Am 30. Januar 1933 kommt Hitler an die Macht. Die Menschen liefen Hitler hinterher. Er fing ja dann auch an, die Autobahnen bauen zu lassen. Die jungen Leute wurden angestellt, sollten an der Autobahn arbeiten. Da kriegten sie zwar nur 50 Pfennig Stundenlohn und mussten auch ihre eigene Kleidung verschleißen dabei. Also, aber immerhin, sie waren wieder gefragt. Na, und dann kam die Rüstung. Ich hatte einen Onkel, der hatte eine große Tischlerei. Es wurden Kasernen gebaut. Die große Tischlerei bekam Aufträge, Dachstühle zu bauen, Spinde zu bauen, alles, was für die Kaserne notwendig war. Und diesem Teil der Familie, die sich auch sehr deutlich für den Nationalsozialismus erklärt hatten, im Gegensatz zu meinem Vater, denen ging es wirtschaftlich blendend. Ich glaube, es gab zwei entscheidende Motoren für die NS-Herrschaft. Das eine war Versailles und das zweite war die Wirtschaftskrise, sodass also Demokratie seit 1919 verbunden werden konnte, erstens mit einer außenpolitischen Demütigung und zweitens mit wirtschaftlichen Krisen. Der erhoffte Ausweg aus der Krise führte schließlich in den Krieg. Begonnen hatte dieser Albtraum mit dem großen Crash. Hinzu kamen Fehler der Politik und ein Volk, das einem Verführer glaubte. 15 Jahre nach dem Schwarzen Freitag muss Deutschland wieder von vorn anfangen.